Hi Leute, ich bin der Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad in Frankfurt am Main auf der Eurobike 2023 mit dem Tobi. Und wir sind auf dem schönen KTM-Stand. Wir zeigen euch heute mal die ganz neuen, brandneuen KTM-Modelle mit dem Bosch SX-Motor. Und hier sind wir bei einer absoluten Schönheit, und zwar dem Machina Scarp SX Master. Und das Master heißt quasi in der Produktbezeichnung von KTM, dass es einen Carbonrahmen hat. Weil normalerweise sind ja Nummern immer, ne? Und das werden wir euch mal heute ein bisschen genauer zeigen. Genau. Was bei dem Rad sofort auffällt, ist, dass es ein super schlankes Bike ist. Es wird vielleicht ein bisschen kaschiert dadurch, dass wir jetzt hier die Flaschen dran haben und hier nochmal den Range Extender, den neuen von Bosch. Aber so an sich ein super schlankes, ja, es ist ein Race Fully eigentlich, ne? Ja, es hat jetzt auch vom Federweg her ist es so bei 140 mm. Also man kann damit schon All Mountain und ein bisschen gröber ins Gelände fahren. Was halt hier cool ist, wenn ihr jetzt diesen Power More Paket nicht drauf hättet, oder wenn wir den nicht drauf haben und die Flaschen nicht, dann kommen wir hier auf ein Gewicht von 18,1 Kilo. Und das ist halt schon super cool. Und trotzdem kann man das Rad halt noch schon relativ gut beladen, hier mit dem Power More Akku, also dem Range Extender, wo man von 400 Wattstunden auf 250 erhöhen kann und dann halt auf 650 ist. Wir haben zwei Flaschenhalter noch dran, also man kann mit dem Rad halt auch längere Touren machen. Und halt, wir sind bei einem Preisgefüge von 6.299 Euro, was halt auch ziemlich interessant ist. 18 Kilo, unter 6.500, 12-Gang Diore-Schaltung, das ist für viele Leute schon, glaube ich, schon eine interessante Geschichte, oder Tobi? Genau, also nicht nur Diore, Diore XT sogar. Das heißt, super sportlich sind wir hier unterwegs, auch mit der Bremsanlage. 4-Kolben Magura vorne wie hinten. Mit den dicken Bremsscheiben. Also es ist halt wirklich schon ein top ausgestattetes Gerät. Und ich glaube tatsächlich, Preis-Leistung ist hier mal wieder KTM-typisch extrem groß geschrieben. Mir fällt jetzt kein Anbauteil ins Auge, wo ich irgendwas noch nachrüsten möchte oder austauschen würde. Da haben wir wirklich ein richtig cooles Komplettpaket. Was mir auch gefällt, für die Leute, die es halt ein bisschen mehr haben wollen, 34er Float, ne? Also eine schöne Fox-Federgabel mit einem Float-Fox-Dämpfer. Und ja, das ist einfach bei einem Carbon-Rad passt das einfach super gut rein. Das heißt, ich habe hier einen schönen Federkomfort halt noch mit einem Dämpfer, wo ich das Ganze hier auch locken und einstellen kann, ne? Also auf und zu. Und ja, das ist einfach, macht das Ganze zu einem runden Paket. Dropper-Post, absenkbare Sattelstütze darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ist bei dem Rad auch noch mit dabei. Also wir haben hier wirklich ein sehr, sehr rundes Paket für Leute, die halt ein bisschen Power halt schon haben wollen. Also der SX-Motor ist ja schon recht kräftig für seine nur 55 Newtonmeter, aber das täuscht ja so ein bisschen, weil er mit 600 Watt Spitze halt unterstützt, und ich glaube, das macht das Rad zu einem schnellen Race-Fully, ne? Genau, also du wirst den SX mit Sicherheit auch mit höherer Trittfrequenz fahren, als du jetzt zum Beispiel mit so einem CX-Schiff unterwegs bist. Da ist halt wirklich auf Geschwindigkeit ausgelegt, das ganze Bike, und der Motor eben auf Trittfrequenz. Also es ist mit Sicherheit eine sehr, sehr runde Sache. Wird nicht für jeden was sein. Ich glaube, du willst schon einen sportlichen Fahrstil fahren mit so einem Bike. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so die Kutsche für mal auch, keine Ahnung, zum Bäcker zu fahren, sondern es ist halt, ne, was, um richtig Spaß im Wald zu haben. Aber dafür ist es halt genau das Richtige. Ja, und es ist halt ordentliche Unterstützung, wo ich halt auch mal einen steilen Berg mit ordentlich schnell hochkomme, weil, ja, wie gesagt, durch die 600 Watt Unterstützung, 55 Newtonmeter ist quasi das Ganze halt. Eigentlich ist das Ganze schon, wie soll man sagen, wirkt schwächer, wie es eigentlich ist, weil ihr müsst den Motor mal selber ausprobieren, der ist halt ziemlich kräftig. Also genau. Die Newtonmeter merkt man eher beim Anfahren, und wenn man mal an einem Tritt ist und auf Geschwindigkeit, knallt das Ding fast wie ein CX. Ne? Also wir finden das Rad sehr spannend, und wird spannend sein, wann es dann mal wirklich nächstes Jahr in die Auslieferung kommt. Ne? Genau, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir werden hier jetzt langsam verdrängt, weil die Bikes wirklich sehr begehrt sind. Ja. Deshalb verabschieden wir uns jetzt zum nächsten Video. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann seht ihr nämlich die ganzen KTM-Bikes, die wir hier noch weiter drehen wird. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.